Ich möchte Ihnen nun in diesem Video zeigen, wie ich die GeoGebra-Version 3D nutzen kann, um den Schülern zu erklären, wie die Parameterfunktion bei Geraden im 3D funktioniert. Dazu habe ich drei Punkte angelegt mit ganzzahligen Koordinaten, und zwar zwei Punkte A und B für die Gerade und ein Punkt für den Ursprung. Die Gerade durch die zwei Punkte lässt sich ja leicht zeichnen. Einfach anklicken. Ich könnte natürlich noch ein bisschen was an der Farbe machen. Das war jetzt gerade falsch. Und das Ganze ein bisschen dicker. So, nun gehen wir aber mal zu der Parameterdarstellung. Zunächst mal, was man hier sieht, die Gerade A wurde ja als Objekt angelegt. Leider wird hier zwar das richtig dargestellt, das heißt, ich habe einen Ortsvektor und einen Richtungsvektor mit Lambda. Allerdings wird es nicht als Vektoren dargestellt, also in LaTeX-Schreibweise, das wird aber sicherlich noch kommen. Machen wir doch das als erstes Mal, dass wir diese Geradengleichung also hier ordentlich anzeigen lassen. Zur Erinnerung, ich hatte ja die Grafikansicht 2 hier eingeblendet, weil mir dann Punkte, die in der XY-Ebene liegen, hier in der Grafikansicht, 3D-Ansicht, dass ich die da nicht sehe. Und ich kann hier die Ansicht eben nutzen, um zum Beispiel Text darzustellen. Wenn ich mit Vektoren arbeite, möchte ich natürlich oder brauche ich die auch. Ich kann sie natürlich auch berechnen lassen, aber ich bestimme sie einfach mal. Das eine ist hier, wenn man mal den Ortsvektor sieht, das ist also der Punkt A, das ist der, den ich zuerst angeklickt habe. Und der Richtungsvektor minus 5, 3, 4 wird wahrscheinlich dieser hier sein. Da haben wir also genau diesen Vektor. Die zwei Vektoren könnte ich jetzt natürlich umbenennen. Das ist eine Sache, wie man es halt gewohnt ist, wie das Buch es vorgibt. Ich tue auf jeden Fall mal die Eigenschaften ändern, indem ich sie etwas breiter mache und ihnen eine andere Farbe gebe. Zum Beispiel mal dunkelrot, um anzudeuten, dass das hier mit der Gerade zu tun hat. So, die sind jetzt haben, glaube ich, die gleiche Breite wie die Gerade, kann man also keinen großen Unterschied erkennen, aber jetzt sieht man es deutlicher. So, jetzt möchte ich das mit einem Text, mit der Textansicht darstellen. Hier nehme also das Werkzeug für Text einfügen und verwende natürlich gleich die LaTeX-Formel. Jetzt ist die übliche Schreibweise ja, dass man Vektor x sagt. Das kann ich hier auch machen, indem ich mir die entsprechende Funktionalität suche. Da hätten wir zum Beispiel weg x, das ist auch gleich x ausgewählt. So, dann brauche ich ja den Ortsvektor, das ist mein u, plus Lambda. Lambda ist jetzt hier ein Symbol. Das heißt, ich suche es hier raus. Wenn ich einen Malpunkt haben will, so gibt es hier irgendwo auch ein entsprechendes Symbol, das ich jetzt gerade nicht finde. Was hier leider nicht angebaut ist, ist der Befehl C dort. Das gibt also einen schönen Multiplikationspunkt und dann nehme ich noch einen Vektor V hinten dran. So, und dann habe ich meine Geradengleichung also ordentlich dargestellt. Man will halt noch ein bisschen größer, nur leider ist der Größenunterschied da sehr groß. So, das ist also die etwas bessere Darstellung für meine Geradengleichung. So, um jetzt diese Schreibweise etwas zu verdeutlichen, würde ich einen Schieberegler verwenden. Den zeichne ich auch hier ein. Soweit ich weiß, geht es auch nicht hier drüben.
Ich benenne den gleich um in Lambda. Haben wir es da? Von minus 5 bis 5, das sollte eigentlich gehen. Ich mache ihn ein bisschen breiter, dass ich da feiner das variieren kann. So, zum Verschieben muss ich entweder das Werkzeug hier nehmen, dann kann ich es verschieben. Oder wenn ich es anders aktiviert habe, die rechte Maustaste, dann kann ich auch den Schieberegler bewegen. So, jetzt muss dieser Schieberegler natürlich eine Auswirkung haben. Das heißt, ich muss ihn anwenden auf den Richtungsvektor, das ist jetzt hier V. Wenn ich hier unten jetzt einfach eingebe Lambda mal V, dann bekomme ich ja hier so einen Vektor. Und dieser Vektor ist dort unten zu sehen. Wir gucken nochmal, Moment, Lambda ist ja hier, da ist minus 2. Ich kann übrigens den Wert von Lambda ja auch verändern. Na, das geht auch nicht. Ich glaube, wenn es so aktiviert ist, kann ich also mit den Pfeiltasten den Wert auch verändern. Und da kann man das, denke ich, recht gut erkennen. Ich muss vielleicht mal ein bisschen die Ansicht verändern. Ich sehe gerade, ist perspektivisch, ja. So, damit man eine bessere Ansicht dazu hat. Und wenn der Mauszeiger drüber ist, kann ich also auch die Werte verändern. Man sieht ja dann, wie sich dieser Vektor verändert. Allerdings möchte ich ja verdeutlichen, wie ich auf die Punkte komme. Wobei, wenn man das also so macht, ist das sicherlich auch nicht schlecht, um zu verdeutlichen. Durch den Faktor Lambda wird halt ein Vektor erzeugt, der ja eigentlich vom Ursprung aus zu sehen ist. Übrigens, vielleicht bringt das hier ja durchaus was, wenn ich die Ansicht mal ein bisschen rotieren lasse, dass ich das also von verschiedenen Richtungen sehe. Was ich gerade gemacht habe, das funktioniert übrigens mit diesem Werkzeug hier nicht. Ich halte mit der rechten Maustaste das Koordinatensystem quasi fest. Also muss nicht speziell an irgendeinen Punkt anfassen, sondern halte es einfach fest mit der rechten Maustaste und schiebe es an. Die Geschwindigkeit der Bewegung gibt vor, wie schnell das Ganze ist. So, und dann kann ich das immer auf verschiedenen Richtungen erkennen. Also minus geht dann eben nach unten, nicht in die Richtung, wie das hier vorgegeben ist. So, jetzt möchte ich allerdings verdeutlichen, wie ich auf den Punkt auf das Koordinatensystem komme. Und da würde ich dann dazu das Ganze noch ein bisschen ergänzen. Und zwar, indem ich hier also quasi eine Berechnung vornehme, indem ich sage, mein Punkt x, den bekomme ich ja, indem ich u plus lambda mal v rechne. Das ist ja hier das, was steht, wobei v eben in diesem Fall jetzt also ein ganz spezieller Wert ist, nämlich dieser 0,3. So, wenn ich die Berechnung abschließe, zunächst mal wichtig, x ist kein Vektor, sondern ein Punkt. Das liegt daran, weil ich ein großes x verwendet habe. GeoGebra hat es, oder in GeoGebra ist es so festgelegt, großer Buchstabe mit Koordinaten gibt Punkt, kleiner Buchstabe mit Koordinaten gibt Vektor. So, und dann habe ich eben hier ein Punkt x auf der Geraden. Jetzt kann ich das wieder machen wie eben und kann, das funktioniert gerade nicht so. So, jetzt, okay, ich muss also mal ein bisschen verschieben, dann bleibt das hier aktiv. Und dann sehe ich, wie der Punkt x wandert. Und man kann ja durchaus erkennen, dass der Unterschied oder dass die Entfernung von a zu x ja gerade dem Vektor entspricht, den ich da eben nebenbei gezeichnet habe. Ich denke, man kann das noch ein bisschen besser sichtbar machen. Ich halte es mal an, weil das gerade ein bisschen stört. Dass ich zum einen vielleicht einen Vektor direkt zeichne. Mal hier. Also vom Ursprung zu meinem Punkt x.
Den gebe ich mal noch eine andere Farbe, beziehungsweise mache es nachher noch. Und ich zeichne noch zwei Vektoren dazu, die sich jetzt teilweise dann überlappen mit den anderen, deren Eigenschaften ich jetzt mal anpasse. Das ist also, ich muss gucken, dass ich die richtigen Vektoren habe. Das ist ja hier das ist der Vektor C und hier habe ich den Vektor, auch Vektor C, B und C wahrscheinlich. Und dieser direkt hier, das ist der Vektor Z. So, die, also B, C, Z. Mit Hilfe der Steuerung-Taste kann ich die alle gleichzeitig auswählen. Mache sie noch ein bisschen dicker als die anderen. Und ändere ihre Farbe, mal irgendeine markante Farbe zum Unterscheiden. So, und dann habe ich hier die Situation. Ich würde vielleicht die 2 B und C gestrichelt einzeichnen, um halt zu verdeutlichen, dass sie quasi ja die Summe oder diese zwei zusammen, die Summe gebildet, den grünen Pfeil hier ergeben. Das Schöne ist, man kann dann also noch die Vektoren unten drunter erkennen. Ich mache den Punkt X mal ein bisschen größer, gebe ihm eine Farbe, die passt zu meinen Vektoren. So, und jetzt kann ich wieder mal zu meinem Schieberegler gehen und dann kann ich eben erkennen, wie ich auf die verschiedenen Punkte der Gerade komme. So, den Vektor hier unten, den könnte man natürlich auch noch entsprechend grün stricheln, um das zu verdeutlichen, dass es eben gerade dieser hier ist, der hier hängt. So. Also hier denke ich, hatten wir schon ganz gut dargestellt. Das, was ich jetzt hier konkret mache, kann ich natürlich auch noch rechnerisch darstellen. Das heißt, ich arbeite jetzt anstatt diese allgemeinen Gleichungen zu verwenden mit den konkreten Zahlen von Lambda und lasse mir das dann also quasi direkt anzeigen. Also neues Textobjekt erstellen. Da haben wir den Vektor x ist gleich Vektor u plus Lambda, jetzt diesmal nicht als Objekt, sondern als Zahl. Jetzt ist natürlich das Problem, dass ich manchmal negative Zahlen habe. Das kann man machen, indem man hier in dieses Kästchen hinein ein Wenn einfügt. Das geht, das ist jetzt ein bisschen umständlich. Ich zeige es erstmal vereinfacht so. Und Vektor V war ja der Richtungsvektor. Und das ergibt dann zusammen, was war das hier? Ah, haben wir es? Mal gucken, das war der Vektor Z. Also. So, und dann habe ich also die korrekte Berechnung für einen konkreten Punkt oder Vektor zu einem konkreten Punkt halt hier dann eben auch nochmal dargestellt. Und das bleibt, ist natürlich dynamisch, das ist ebenso dynamisch wie die Zeichnung. Günstiger wäre es natürlich, wenn ich das jetzt konkret nebeneinander zeigen kann. Dazu ist mein Bildschirm ein bisschen, beziehungsweise der Bereich, den ich aufnehme, ein bisschen schmal. Wenn man einen größeren Bildschirm hat, kann man das sicherlich besser darstellen.